Hallo und herzlich willkommen hier wieder im Bike Repair Shop Lodder. Ich zeige euch heute ganz kurz, wie ihr von einem Cambric Double Barrel und von allen anderen Dämpfern, wo eine Stahlfeder verbaut ist, die Feder wechseln könnt. Das ist nämlich bei jedem Dämpfer gleich. Und zwar ist die Feder eingespannt mit einer gewissen Vorspannung. Muss nicht sein, kann aber. Und bei Cambric gibt es eben extra Werkzeug dafür, um diese Schraube hier zu lösen. Zeige ich euch mal nach. So, hier ist das Werkzeug. Das könnt ihr hier einfach ansetzen. Und dann könnt ihr hier diese Schraube eben, wenn ihr das hier festhaltet, das ist gar nicht so einfach zu zeigen gerade. Wenn ihr das hier festhaltet, könnt ihr eben die Schraube so bewegen. Und jetzt müsst ihr die Schraube eben locker machen. Ja, das werde ich natürlich tun. Die Schraube locker machen. Manchmal geht es auch ohne diese, ja, wie heißt es, ohne das Werkzeug. Aber heute nicht. Da müssen wir es mit Werkzeug machen. Ah, ich habe noch eine bessere Idee. Kleiner Tipp. Ihr nehmt hier einfach so ein Tuch und versucht es mit dem zu drehen. Das hat bei mir nämlich eigentlich immer funktioniert und das tut es auch heute noch. Also einfach mit dem Tuch hier drehen, die Schraube rausmachen. So, ich merke schon, die Federspannung wird weniger. So, jetzt können wir es auch mit der Hand machen, also ohne Tuch. Und jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr den Dämpfer, also die Feder abnehmen wollt, müsst ihr diese Schraube ganz nach oben drehen. Also hier ganz nach oben drehen. So, und jetzt ist er ganz oben. Jetzt schiebt ihr die Feder ganz hoch. Festhalten, drückt unten den Dämpferteller hoch, wenn es geht. Ein bisschen fest ist er. So. Dämpferteller hochdrücken und dann könnt ihr den Dämpferteller nämlich einfach rausziehen. Hier. Zack. Draußen ist er. Jetzt ist der Dämpferteller ab und siehe da, ihr könnt die Feder abziehen. So einfach geht's. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Das war's jetzt schon. Ich muss hier alles abnehmen. Feder ganz rausziehen. Und ja, dann kann man den Dämpfer mal ein wenig sauber machen, hier das Gewinde ein wenig putzen, vielleicht die Feder tauschen, je nachdem, warum ihr es auseinandergebaut habt. Und stellt euch fest, zum Reinmachen ist es genau umgekehrte Reihenfolge. Genau. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und wisst jetzt, wie man eure Feder wechselt. Ganz einfach, kriegt jeder hin. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und jetzt dürft ihr gespannt sein, weil im nächsten Video geht es nämlich endlich um die Rahmenlagerwartung. Da bin ich selber gespannt. Ciao.